Herzlich willkommen. Das ist ein OER-Camp zu Besuch bei den Edonauten-Webinar. Live am 7. April, beziehungsweise für alle Menschen, die es später als Aufzeichnung angucken, aufgezeichnet am 7. April 2020. Wir können am Ende gerne nochmal erklären, was die Edonauten sind und was die OER-Camps sind, aber die wenigsten Leute werden deswegen heute dieses Video anschauen. Die meisten Leute wollen wissen, was Anja Lorenz zu sagen hat zu zwei Themen, weil wir heute quasi ein 2-in-1-Webinar machen thematisch. Anja Lorenz kann alles, was mit Offenheit und Online-Lernen zu tun hat. Im echten Leben arbeitet sie an der Technischen Hochschule in Lübeck, macht zum Beispiel Online-Kurse. Sie ist bei den OER-Camps seit, ich weiß auch schon nicht mehr wann, mit verschiedensten Rollen dabei, erzählt ganz viel von dem, was sie weiß und teilt dieses Wissen, so auch heute Abend. Darüber freue ich mich sehr. Wir haben zweimal Input von ihr vorgesehen, je nachdem, wie diszipliniert sie durchhält. Vielleicht 20 Minuten für den ersten, 10 bis 15 Minuten für den zweiten. Dazwischen machen wir einen Stopp für Fragen, Kommentare etc., die über den Textchat eingebracht werden können. Ganz wichtig bei diesem Textchat ist, dass erstens ihr nicht warten müsst, bis wir sagen, jetzt bitte die Fragen, sondern auch schon von Anfang an da Fragen reinposten könnt. Dann habe ich nämlich was zu tun. Ich sammle die Fragen heraus, kopiere sie mir auf einen Notizzettel und stelle sie dann Anja, wenn Anja mit ihrem Input-Block fertig ist. Dann muss Anja nicht die ganze Zeit zwischen Kamera und Textchat hin und her gucken. Und das Zweite, was wichtig ist, wenn man eine Textnachricht dort eingibt, dann kann man sagen, an wen die geschickt werden soll. Und da muss man nicht auswählen, alle Diskussionsteilnehmer, was ja relativ naheliegend klingt, aber was tatsächlich richtiger ist, alle Gesprächsteilnehmer und Teilnehmer. Das können wir jetzt schon mal probieren. Ihr schreibt da einfach eine Nachricht rein, indem ihr Hallo schreibt oder das, was euch heute Abend besonders interessiert. Denn anders als bei einem, wie sagt man, Präsenzvortrag, darf man quasi miteinander quatschen währenddessen und es wird nicht als unhöflich wahrgenommen. Behaupte ich jetzt einfach, Anja, ist das okay für dich? Nö, das ist vollkommen okay. Ihr könnt auch nebenbei twittern oder Netflix schauen. Wunderbar. Los geht's mit den Folien, die Anja vorbereitet hat. Anja, vielen Dank schon jetzt. Bin gespannt. Teil 1, es geht um Remix. Ab jetzt. Okay. So, ihr seht meine Slides ja, ne? Genau, ihr habt mich gefragt, ob ich was machen kann und wollt, habt euch die Themen Remix und Texte schreiben gewünscht. Und beide Themen sind schon so ein bisschen so, dass ich sage, da kann man jetzt sehr, sehr lange drüber und sich unterhalten und sehr, sehr differenzierte Sachen davon berichten. Ich habe gedacht, ich bringe mal was mit und hoffe nachher einfach auf die verschiedenen Fragen zu spezifischen Fällen. Remix. Was brauche ich für Remix? Für Remix brauche ich vor allem, also erstmal ist Remix ein Feature von freien Lernmaterialien, das soll gemacht werden. Und wenn ich einen Remix erstellen möchte, brauche ich ein frei lizenziertes Lernmaterial. Also irgendwo habe ich was gefunden, was mir gefällt, aber ich möchte vielleicht doch eine Kleinigkeit dran ändern oder eine Großigkeit. Wo kriege ich sowas her? Das ist schon die erste Sache, wo ich sage, das ist ein bisschen umfangreich, da gibt es ganz viele Sachen. Da hat Christine Nahr in ihrem Webinar am Samstag oder Freitag schon relativ viel dazu erzählt. Und wer sich das nicht nochmal anhören möchte, ich glaube, das ist etwa deckungsgleich oder zumindest zum Teilen. Ich habe noch eine Webseite aufgemacht. Ich habe sehr, sehr viele Links in diesem Vortrag. Die kommen hinterher alle in die Shownotes, wo auch immer die danach stehen werden. Ich habe einen Link fertig gemacht. Da kommt ihr auf einen HackMD-Seite. Und dort findet ihr ganz viele Sachen, wo man Bildungsmaterialien frei suchen und finden kann. Und zwar explizit Creative Commons lizenzierte Materialien oder nochmal Bilder oder Videos oder Sound, fertige Lernangebote. Also hier könnt ihr euch dann nachher durchgucken. Ihr sucht euch eine Bildungsressource aus und sagt dann, die möchte ich gerne remixen. Ihr habt jetzt also eine Bildungsressource und möchtet die remixen. Das ist immer so ein abstraktes Ding. Was heißt denn jetzt remixen? Was kann ich denn da machen? Wie sieht das in echt aus? Und dafür habe ich bei mir auf dem Blog mal einen kleinen Showroom eingerichtet und dachte, ich zeige einfach mal Sachen, was ich bisher gemacht habe. Vielleicht besser, ich hole es ein bisschen ran, das habe ich gestern bei Olli gelernt. Dass es durchaus gut für euch ist, wenn man das ein bisschen größer sieht. So, warum will ich überhaupt was remixen? Eine erste Sache kann sein,
Sicher ist sicher. Irgendwo wurde was veröffentlicht, das möchte ich in meinem Online-Kurs, ich habe ja wirklich relativ oft Online-Kurse, bei denen ich sage, die möchte ich auch in 3 oder 4 Jahren noch sehen. Ich möchte das auf meinem Kanal haben. Beispiel, wir haben ein OER-MOOC gemacht, die OER-Fachexperten, der läuft auch aktuell wieder durch und haben davon dafür einen Ausschnitt aus dem Podcast der Zugehört-Reihe von Jöran Muss-Mehrholz und verschiedenen Gästen eingebaut. Und weil ich aber nicht weiß, ob Jöran irgendwann seine ganzen Podcasts löscht, weil er überhaupt keine Podcasts mehr machen möchte, haben wir gesagt, nö, packen wir das bei uns drauf. Und haben das einfach in SoundCloud integriert. Das heißt, wir haben jetzt dieses Musikstück auf SoundCloud gespeichert und jetzt können es die Leute in dem Online-Kurs einfach von dort aufrufen. Oder, was man auch machen kann, ist eben das auf seine Kanäle zu ziehen, um mehr Reichweite zu erreichen. Ich habe mal eine Keynote gehalten für das Projekt OER Sachs, da war ich in Dresden. Und die haben das auf ihrer Webseite veröffentlicht. Und als ich gestern diesen Screenshot, also ich wollte keinen Screenshot machen, ich wollte diese Webseite eigentlich hier verlinken, aber diese Webseite gibt es schon nicht mehr, weil das Projekt nicht mehr da ist. Es ist ganz schwer auffindbar. Das passiert an Hochschulen leider. Ist ein Thema für sich, kann ich ganz lange drüber schimpfen, nützt aber nichts. Ich habe nur damals, glücklicherweise, mein Bildschirm ist schwarz, eure auch. Moment, das machen wir nochmal. Jein, unten sehen wir die Navigation in der Ecke. Gut. Kein Ding. So, ich habe dieses Video gesehen, das ist bei denen auf dem Server gespeichert gewesen, wo ich dachte, naja, da findet es ja keiner, es sei denn, er geht jetzt über meinen Blog auf den Link dahin. Und deswegen habe ich dann das Video genommen und habe es auf meinen YouTube-Kanal gestellt. Es war frei lizenziert, ich habe es runtergeladen, ich habe es bei mir auf dem YouTube-Kanal hochgeladen. Das darf ich, das ist überhaupt kein Problem. Was aber häufig vorkommt, ist, dass man ja was macht, um eine kleine Änderung zu remixen. Ein Beispiel, wir haben einen Podcast aufgenommen, Bildung alt entfernen, die Folge 9. Und in der habe ich was über das EduCamp erzählt. Das waren aber nur 26 Minuten, die ich über das EduCamp gesprochen habe. Und der ganze Podcast ist 2:40 lang. Ich dachte, okay, ich komme sowieso nicht nochmal dazu, über das EduCamp separat was zu schreiben. Also habe ich diesen Teil rausgenommen. Der Podcast steht unter einer freien Lizenz. Ich habe vorne ein Stück abgeschnitten, ich habe hinten ein Stück abgeschnitten. Das Ganze mit der Open-Source-Software Audacity. Die hat Kai Obermüller am Sonntag vorgestellt in seinem Webinar. Das ist mit 2 Schnitten relativ schnell erledigt. Ich habe es wieder auf SoundCloud hochgeladen. Da ist es jetzt für diesen Ausschnitt dabei. Ansonsten haben wir Videos genommen von dem tollen Kurs über OER von eMorgs. eMorgs ist eine österreichische MOOC-Plattform und die machen tolle Videos, aber zum Beispiel bei dem Video über Finanzierung waren sie ganz schön lang. 18 Minuten 50. Haben wir gedacht, das kann kürzer und das haben wir auch gemacht. Wir haben es runtergeladen, wir haben es getrimmt in 2 Einzelteile. Der erste ist 7 Minuten 15 lang, der zweite ist 11 Minuten und 8 lang und so hat es uns besser gefallen. Also gekürzt hieß in dem Fall auch, ich habe Shortcut genommen. Das ist auch die Software, die Kai Urmüller am Sonntag vorgeschlagen hat. Das ist auch eine Open-Source-Software. Da habe ich einen Schnitt gesetzt, ich habe noch einen Schnitt gesetzt, ich habe ein Bild vorne hingesetzt, ich habe ein Bild hinten hingesetzt. Und habe das quasi in dem Ausschnitt gehabt, den ich so brauche. Kommen wir eigentlich jetzt zum richtigen Remix, ein bisschen was dazu machen, ein bisschen was wegmachen. Mit H5P kann man ganz toll remixen. H5P gab es gestern im Webinar. Ich glaube, wir brauchen ganz viele Links in diesem Video. Mit Oliver Tacke. Da habe ich die Schnurzeljagd. Die ist von Sandra Schön, hat das mal gemacht. Das ist eine Übung, um OER zu finden auf verschiedenen Seiten im Internet. Da gibt es eine Aufgabenstellung und dann soll man ein bestimmtes Bild auf Flickr suchen. Da wird einem gezeigt, wie das geht. Und sie hat das für eine Präsenzveranstaltung konzipiert. Die geht dann quasi live mit den Leuten durch. Und ich brauche das für einen Online-Kurs. Das heißt, ich habe hier ein Freitextfeld eingefügt,
Ich habe später, glaube ich, auch eine Multiple-Choice-Frage, die da aufgerufen werden kann, drin. Ich habe ein paar Sachen geändert. Zum Beispiel ist neulich dieses Video, heißt jetzt irgendwie anders, da habe ich hier mit Kartoffeln gemacht, drüber geschrieben. Das konnte ich da auch machen und wie wir gestern auch bei Oliver Tacke gelernt haben, kümmert sich H5P ja ganz, also ganz alleine ist natürlich auch falsch, aber hier stehen alle Informationen über die Lizenzbedingungen stehen hier drin. Da brauche ich nicht wirklich viel mehr zu machen. Ich kann H5P aber zum Beispiel auch nehmen, um so eine andere Struktur noch einzubringen in Sachen, das hier ist eine Hotspot-Grafik. Also das ist eine Grafik drunter, dann sind hier Hotspots und dann haben wir Leute interviewt zum OER-Camp 2018, glaube ich. Und haben sie gefragt, wie bist du auf OER gekommen? Und wenn man hier draufklickt, geht das Video dazu auf und die Menschen erzählen dann, wie sie zu OER gekommen sind. Oder was machst du warum machst du das überhaupt? Und dann haben sie erklärt, warum sie es machen. Das sind einfach vier Videos, die sehen jetzt untereinander ganz schön voll aus und würden viel Platz einnehmen. Und so haben wir das ein bisschen schöner angeordnet. Und das ist eigentlich von der Sache her nicht viel anders als vorhin die Kürzung. Wir haben auch Videos umgelabelt. Und zwar, als wir damals gesagt haben, wir machen die OER-Fachexperten, da haben wir gesagt, da gibt es schon ganz viele tolle Sachen. Zum Beispiel gibt es dieses Video hier auch von den eMorgs-Leuten. Das sieht man, ich lasse mal loslaufen, der Ton ist egal, okay. Ich lasse es nicht loslaufen. Moment. Das hatte einen Vorspann von eMorgs. Und wir haben gesagt, nee, das soll schon ein bisschen aussehen wie unser Kurs. Deswegen haben wir vorne den Vorspann abgeschnitten, wir haben den Abspann abgeschnitten und haben unseren eigenen Vor- und Abspann dran gepackt. Also man sieht dann hier, das sind unsere Logos, haben natürlich hingeschrieben, dass von Sandra Schön und Martin Ebner ist, das erlaubt die Lizenz. Und haben so quasi alle Videos von uns aus einem Guss. Na, Sunday-out-mäßig funktioniert das. Gut. Ich habe schon ein paar Tools genannt, um Remixes technisch umzusetzen. Da kann man im Audioformat mit Audacity arbeiten. Wenn man Bilder bearbeiten möchte, ist GIMP das Open-Source-Tool der Wahl. Keine Open-Source-Tool, aber trotzdem sehr schön für kleine Sachen sind. Paint.net, wenn ich einfach mal schnell was zuschneiden möchte oder Canva, um bestimmte Layouts zu bauen, was ein Freemium-Modell hat. Ich kann Vektorgrafiken mit Inkscape bauen. Oder eben Video mit Shotcut und OpenShot. Und das sind so sehr einfache Tools, um Medien zu bearbeiten. Wenn ich mit OER arbeite, gibt es so ein paar spezialisierte Tools noch. Die sind ein Stück weit mächtiger. Da haben wir, wie gesagt, H5P schon gesehen. Dann gibt es noch Glitch, bei dem man verschiedene Skripte kombinieren und neu anpassen kann, die andere schon gebaut haben. Man kann Arbeitsblätter mit Tutori bauen oder auch Lernkarteien mit Mimucho und sehr viel mehr. Also das sind alles Tools, mit denen man relativ schnell zu Ergebnissen kommt und die dem einen auch sehr gut dabei unterstützen, sowas wie Lizenzangaben zu hinterlegen. Als ich das gemacht habe, habe ich schon mich relativ lange auch mit OER beschäftigt. Aber das erste Mal, als ich das mit dem Vorspann Nachspann abschneiden gemacht habe, kam ich mir ein bisschen dreckig vor. Deswegen habe ich dann nochmal extra drin, wie okay sind Quick and Dirty Remixes mit Betonung auf Dirty, weil man sich ja schon ein bisschen vorkommt wie mit einem Etikettenschwindel. Ne? Also man nimmt ein Werk von einem anderen und macht sein Logo drauf und hält natürlich alle Lizenzbedingungen ein. Aber es ist irgendwie seltsam. Und deswegen hatte ich das damals Sandra Schön und Martin Ebner geschickt, die das ursprünglich gemacht haben. Und die haben sich dann dazu geäußert, da kommen wir gleich dazu. In dem Kurs haben wir selber in der Evaluation noch nachgefragt, wie habt ihr das denn gefunden? Und aus den Freitextantworten haben wir solche Sachen zurückgekriegt. Die Mühe, die in diesem Kurs steckt, kommt wirklich wunderbar rüber. Oder die Mixtur der Medien und Aufbau der Lektionen mit aktiven Beteiligungen im Forum hat ihnen besonders gut gefallen. Also die Frage war, was hat euch besonders gut gefallen? Und es gab überhaupt kein negatives Feedback eben zu diesem Stilmix, der ja trotzdem dadurch zustande kommt.
Wie gesagt, wir haben Sandra und Martin noch geschickt und die haben sehr, sehr schön reagiert. Also das ist der Blog von Sandra schön. Und die hat damals geschrieben, unsere Videos über offene Bildungsressourcen werden genutzt, großartig. Und dann hat sie erstmal über ein anderes Projekt noch geschrieben und dann hier auch das. Und die Videos werden im OER-MOOC der Freunde von Moin, ist die Plattform damals noch, im Rahmen des Projekts OER-MOOC genutzt. Wir sind stolz wie Oskar. Also die Menschen wollen weiterverwendet werden. Die wollen, dass ihre einmal investierte Arbeit auch sich lohnt. Gut, also Remix geht also folgendermaßen. Remix heißt, ich muss was ändern, dann lizenziere ich es neu und dann veröffentliche es. Ändern hatten wir gerade. Veröffentlichen hängt natürlich stark davon ab, über welche Kanäle ihr geht und welche Medien ihr habt. Zu lizenzieren wollte ich noch kurz was sagen. Da müsst ihr natürlich schauen, dass bei den Lizenzen, die ihr habt und die ihr anwendet, dass die zueinander passen. Ne? Also deswegen, wenn ich CC BY-Lizenzen habe, dann kann ich die sehr schön natürlich wieder mit CC 0 und CC BY kombinieren. Aber je nachdem, womit ich die kombiniere, sind dann andere Lizenzen erforderlich, die dabei rauskommen. Man sieht dann auch schnell, warum viele Leute eben lieber mit CC BY oder CC 0 arbeiten, weil es da immer eine Möglichkeit gibt, egal wie ich sie kombiniere. Bei den anderen gibt es dann immer irgendwelche Probleme. Gut, das wäre der Teil zum Remix. Sehr schön. Ich habe eine Menge Fragen bzw. Kommentare bzw. selbst was zu sagen. Während ich mal links vorlese, bitte ich Anja kurz ihren Hintergrund auszuschalten, aus Gründen. Wir fangen an mit zwei vorgelesenen Links und zwar hatte Olli geschrieben zum Thema, was kommt denn bald zum Remixen? H5P-Inhalte. Es gibt bald den H5P OER Hub und der ist genau dafür da, dass man H5P-Inhalte nehmen und remixen kann. Eine Ankündigung ist, glaube ich, heute erschienen auf h5p.org unter OER-Hub-Coming. Den Link hat Olli gerade im Chat gepostet. Könnt ihr da nachlesen oder wenn ihr die Aufzeichnung lest, setzen wir ihn unten drunter. Zweiter Hinweis von Olli. Das habe ich auch gesehen. Das war sehr lustig und sehr informativ. Er hatte einen Adventskalender gemacht, einen Adventskalender mit Edu-Podcasts und hat für jeden Tag im Adventskalender einen Podcast genommen, daraus was gekürzt, rausgeschnitten, mit vielleicht etwas anderem kombiniert, auf jeden Fall kuratiert, wie man dann sagt. Und das war sehr nett und ein sehr gutes Beispiel für Remix. Mir ist noch eingefallen bei Sandra Schön, die einfach ja unglaublich viel schon gemacht hat und geteilt hat. Ich habe bei ihr mal ihre Folien geremixt, das heißt, ich habe mal einen Vortrag gehalten zu ihren Folien. Also das ist tatsächlich, wenn man da ein bisschen sich einarbeitet, relativ schnell so, dass es tatsächlich ganz praktische Vorteile bringt, dass man dieses remixen kann. Jetzt kommt als nächstes, muss ich gerade mal sortieren, es gibt noch eine Frage im Chat, auch von Olli und eine von Nele. So, ich sortiere mir die ganz kurz und dann gucke ich mal zu Anja rüber, ob sie schon bereit ist, Fragen zu beantworten. Kannst du? Ja, und ich bin mittlerweile auch im Chat noch von deinen Assistentinnen gebeten worden, den Hintergrund auszuschalten, weil es doch irgendwie sehr verwirrend ist. Deshalb mache ich natürlich gerne. Ja, das sind nicht die Assistentinnen, das sind die Chefe. Ja, ich weiß. Der Kaspar vor dem Vorhang und hinten sind die Leute, die wirklich das Sagen haben. Frage, was sind deiner Erfahrung nach die größten, nervigsten Hürden beim Remix von Materialien mit offenen Lizenzen? Dass die anderen Sachen, also dass man was findet, was dann doch nicht offen lizenziert ist. Also dass man irgendwas hat, wo dann was drin ist, wo man sagt so, verdammt, und jetzt hierfür muss ich jemanden fragen. Das ist das Nervigste. Sonst ist es tatsächlich wenig nervig dabei. Also, Moment, ich überlege. ND-Lizenzen sind nicht gut, aber die sind auch nicht offen. Ja. Sag nochmal für Leute, die es nicht wissen, was du gerade gesagt hast. Oh. ND-Lizenzen heißt was? Genau. Man kann ja die Creative Commons-Lizenzen auf bestimmte Arten einschränken. Also CC0 heißt überhaupt nicht eingeschränkt. Man kann alles damit machen. Dann gibt es CC BY, das heißt, nimm den Namen. Und CC
Share Alike SA heißt, veröffentliche es wieder unter einer freien Lizenz. Das ist eigentlich eine gute Idee, hat aber im Detail zum Teil dann doch ein paar Hürden, an die man am Anfang nicht denkt. Zum Beispiel, wenn man es unter einer freien Lizenz wieder veröffentlichen möchte, aber diese Plattform, auf der man es veröffentlichen möchte, nur CC BY vorsieht. Ein konkretes Beispiel, an dem man es vielleicht besser versteht, wenn ich ein Video unter CC BY SA publizieren möchte, weil ich sage, ja, jeder, der das Video nimmt, der soll wieder hinterher eine freie Lizenz drauf machen. Und ich will es aber auf YouTube packen. Dann hat YouTube in den Metadaten zwei Möglichkeiten. Das eine ist die normale YouTube-Lizenz, die eigentlich nur heißt, okay, YouTube, du darfst es abspielen, alle Leute, die können das finden und sowas. Und dann gibt es die CC BY-Lizenz. Es gibt keine CC BY SA-Lizenz oder weitere Lizenzen, sodass derjenige, der dann sagt, okay, ich möchte mein Video unter CC BY SA stellen, immer in der Frage ist, okay, mache ich das jetzt trotzdem da drauf, gebe in den Metadaten CC BY an, obwohl es nicht ganz stimmt und riskiere, dass es Leute falsch verwenden, oder gebe ich in den Metadaten die YouTube-Standard-Lizenz ein und riskiere, dass es nicht gefunden wird, wenn explizit nach freien Lernmaterialien gesucht wird. Das nervt. Zweite Frage. Ja. Ist es schneller selbst machen nicht einfacher? Achso, ist schnell selbst machen nicht einfacher als erst suchen und dann anpassen? Manchmal ja. Andersrum mache ich auch ganz viele Sachen, denke ich so, hey, da kann ich noch das und das reinbringen, weil dann weiß ich nämlich schon, dass ich diese Ressource schon mal irgendwo gesehen habe. Vielleicht als Überleitung auch zum nächsten Teil. Am besten ist, was remixen, was man schon mal gemacht hat. Das ist am besten. Ja, die Erfahrung habe ich auch. Ich denke inzwischen bei mir, ich bin zumindest derjenige, den ich am besten kenne von meinen Remixern. Dass ich zum Beispiel, seit ich weiß, wie das mit Remix geht und wie nervig es ist, wenn zum Beispiel Sachen bei anderen Leuten nicht vernünftig irgendwie ausgezeichnet sind, dass die Lizenz, ich weiß gar nicht, wozu die gehört und so weiter. Seitdem kann ich das zum Beispiel mit meinen eigenen Folien irgendwie sehr sauber machen, weil ich weiß, irgendwann werde ich sie schon mal brauchen und es ist sinnvoller, jetzt noch 10 Sekunden zu investieren, um diese Lizenzhinweise ordentlich zu machen. Weil in 2 Jahren, wenn ich diese Folie wieder gebrauche, weiß ich bestimmt nicht mehr, was ich mir dabei gedacht habe. Also als sein eigener Remix hat man auch was davon. Ich habe noch eine Frage, bevor du Teil 2 machen darfst, von René. Sollte man dann nicht alles in möglichst offenen Formaten hochladen, damit es einfach zu remixen ist? Ja, Suggestivfrage. Dann nochmal weiter mit Teil 2. Das heißt nicht, dass keine Fragen mehr zu Teil 1 kommen. Es braucht nur eine Weile, bis wir sie beantworten können. Teil 2, Anja, du müsstest nochmal deinen Bildschirm freigeben. Es geht darum, wie man Texte schön und strukturiert und verständlich schreibt. Genau. Da hatte ich, wie gesagt, den Teil, dass ihr nachgefragt hattet, dass das eine Sache ist, die sehr viele Leute gern nochmal in einem Webinar sortiert haben wollten. Und ich habe mich am Anfang ein bisschen schwer damit getan, weil ich denke so, ach, da muss ich mal gucken, nach welchen Kriterien man das alles ordnen und machen könnte. Und dann ist mir eingefallen, dass ich genau zu sowas schon mal was gemacht habe. Und zwar in meinem Job vorher in Chemnitz habe ich ja auch Studenten beim Schreiben von von Seminararbeiten betreut. Und da hatte ich eine Wikiversity-Seite aus dem Jahr 2014, die mir dazu geholfen hat, dass ich da eigentlich nicht ganz so lange dran saß, wie ich das sonst gedacht hätte. Daher jetzt auch, jeder Text ist anders, für jeden Content muss man Sachen unterschiedlich machen. Gerade im Internet muss Text auch nicht nur Text sein, da kann ein Bild dazwischen, da kann ein Video dazwischen, kann eine Interaktion dazwischen. Ich dachte, ich nehme einfach mal ein paar Regelungen raus, die einem helfen könnten, wenn man jetzt für die Edonauten was geschrieben hat, das nochmal gut zu durchdenken. Genau, gute Texte. Ich habe 3 Sachen mir überlegt. Die Pflicht bei guten Texten ist, dass es inhaltlich und sprachlich korrekt ist. Da gibt es keine Diskussion. Das Ziel von guten Texten heißt, dass sie inhaltlich und sprachlich nachvollziehbar sind für andere Menschen, nicht nur für mich selber. Und als Kür wäre es natürlich auch toll, wenn sie sprachlich interessant sind. Ne? Also wenn sie so ein bisschen verschnickt in der Ausdrucksweise durchaus sind. So, was heißt sprachlich korrekt?
sprachlich korrekt heißt bei vielen Sachen, wenn man da auch selber schnell dazu neigt, ist Floskeln zu hinterfragen. Heutzutage hat jeder Mensch ein Auto. Das ist nicht mehr klar. Viele Menschen haben noch nie im Homeoffice gearbeitet. Es gibt Sachen, die ändern sich sehr schnell. Und heute weiß jeder, das ist so, sind so Sachen, da ist meistens irgendwas nicht hundertprozentig korrekt. Damit zusammenhängend ist es auch die Sache, dass man Belege finden muss für seine Aussagen. Ne? Also wenn man sagt, das meiste heute im Berufsalltag wird informell gelernt. Erstmal ist die Frage, was hilft mir denn diese Aussage, ob es jetzt das meiste ist oder nur die Hälfte, 40%, 50%, diese Unterscheidung hilft mir an vielen Stellen gar nicht viel. Aber es wird halt relativ häufig dann drin, da hilft es, Belege zu finden. Und keine Diskussion bei korrekter Rechtschreibung und Grammatik. Da braucht man das nicht mehr mal gucken. Belege finden. Wann brauche ich überhaupt einen Beleg? Da habe ich noch eine Grafik, wie gesagt, in dieser Seminarhilfe für 2014 gefunden, die ich da mal erstellt hatte für die Studenten. Man hat eine Aussage. Zum Beispiel, in Reis sind viele Vitamine enthalten. Habe ich mir jetzt ausgedacht, weiß ich nicht. Sind das meine Gedanken? Ja oder nein? Mein Gedanke wäre, in Reis könnten viele Vitamine enthalten sein. Aber mein Gedanke ist nicht, dass sind viele Vitamine enthalten, die kann ich alle sehen. Ich kann aber sagen, der Reis schmeckt heute aber weich oder so. Ist es Allgemeinwissen? Ja, also Reis ist durch, wenn er weich ist. Dann brauche ich es auch nicht zitieren, ansonsten muss ich es zitieren. Sind es die Worte von jemanden anderen? Ja, dann macht Anführungszeichen ringsrum. Wenn es die Idee von wem anders ist, aber anders formuliert, dann macht keine Anführungszeichen ringsrum, aber nennt den Menschen auch. Zitieren hat nicht nur was mit Gedankenklau und Nachmachen und Kopieren und Plagiat zu tun, sondern einfach auch damit, dass die Leute, die sich eure Texte angucken, nochmal nachgucken können, wie das in der Originalquelle eigentlich heißt, ob die wirklich das besprochen haben, was da ursprünglich behauptet wurde, ne? Das nachvollziehen zu können. Was bei guten Texten, also was zwischen inhaltlicher und sprachlicher Korrektheit auch drinsteckt, auch oft vergessen wird, ist Layout. Layout heißt, dass zum Beispiel Überschriften nicht nur der Text ist und dann auf die Fetttaste gedrückt wurde und vielleicht noch großgezogen, sondern Überschriften haben ein spezielles Überschriftenformat. Wer HTML kennt, weiß, dass das H1, H2, H3, H4 solche Sachen sind. Und je nachdem, in welchen Programmen ihr arbeitet, geht das auch vorformatiert. Wenn ihr bei Microsoft Word oder bei Google Docs oder so arbeitet, dann erkennt ihr Überschriften immer dadurch, dass wenn ihr sie richtig markiert habt, sind sie an der Seitenleiste in den Inhaltsverzeichnis eingefügt. Überschriften haben feste Hierarchien. Also nach der einen Überschrift H1, wenn ihr in die Hierarchie weiter reinrücken wollt, ist das die eine H2. Es ist keine H3, es ist keine H4, bloß weil die jetzt schöner in der Formatierung ist, dann ändert die Formatierung, aber geht nicht einfach in den Hierarchien rum. Leerzeichen und Leerzeilen sind keine Gestaltungselemente. Wenn ich sage, ich brauche hier eine Lücke, dann macht man nicht 5 Leerzeichen, sondern macht man einen Tab. Wenn ich sage, ich muss auf der nächsten Seite weiterschreiben, dann macht man nicht 5 Leerzeilen, sondern macht man einen Seitensprung. Sonst kommen die Dokumente nicht dahinterher. Das Allgemeine ist einfach zu sagen, nicht händisch zu formatieren, sondern Templates und Formatvorgaben zu benutzen. Und warum sage ich das alles? Das ist nicht nur, weil ich sehe und es mir wehtut, aber das hat ja einen Grund. Indem man sich an sowas hält, haben diese Dokumente, haben Webseiten, haben Apps die Möglichkeiten, anderen Sachen nachzukommen, nämlich barrierefrei zu sein zum Beispiel. Das mit den Überschriften und den Hierarchien ist deswegen wichtig, weil Screenreader genau diese Hierarchie folgen. Screenreader sind Programme, die blinden und sehbehinderten Menschen Texte vorlesen. Die können dann von Überschrift zu Überschrift springen. Und wenn ihr keine Überschrift gemacht habt, sondern nur ein fetter Text, dann weiß dieser Screenreader nicht, dass es eine Überschrift ist. Und findet das nicht.
Genauso kümmert sich dann ein richtiges Layout, kümmert sich darum, dass es ein responsive Design gibt. Das ist das, was macht, dass die Webseite auch auf einem Handy richtig gut aussieht. Und das kümmert sich auch darum, dass Single-Source-Publishing funktioniert. Das hat man wahrscheinlich seit 5 oder 6 Jahren nicht mehr gehört. Das ist, wenn ihr bei so einer Präsentation auf Drucken geht, dass der Drucker nicht auf die Idee kommt, das bunte Hintergrundbild mit auszudrucken, weil das wahnsinnig viel Tinte frisst, sondern sich ein gutes Programm, ich bin mir ganz gar nicht sicher, wie HackMD das löst, würde jetzt den Hintergrund einfach auf weiß stellen und die Text auf schwarz. Das macht er aber nur, weil er weiß, dass es Text ist, dass es ein Hintergrundbild ist und kein Bild ist, was ich zum Beispiel erklären möchte. Ich möchte nicht erklären, dass die ganze Zeit dahinter im Sternenhimmel ist. Ja? Also Layout, bedenkt das mit, das ist wichtig. Und es nimmt euch auch viel Arbeit ab. Also diese automatisch erstellten Inhaltsverzeichnisse, die ihr schön einfach einfügen könnt, die funktionieren eben nur, wenn ihr Überschriften richtig formatiert habt. Gut. Wie kriege ich was hin, was das inhaltlich was nachvollziehbar ist? Auch hier keine Faustregeln, sondern eher so Tipps, mit denen man das ein Stück weit besser hinbekommt. Ihr kennt alle Sendung mit der Maus. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der die Sendung mit der Maus nicht leiden kann. Die ist immer toll. Und warum sind die toll? Weil die anfangen mit einem Problem. Also Christoph oder Armin oder, das kenne ich, wer ist noch, Shari ist manchmal da. Die haben am Anfang immer ein Problem. Und dann gucken sie sich an, was da überhaupt dahinter steckt. Dann klären sie die Grundlagen und haben am Ende die Lösung. Und eigentlich, wenn ihr Sachen erklären wollt, funktioniert das genauso. Je nachdem, welches Textformat ihr habt, bei wissenschaftlichen Papern zum Beispiel gibt es so ein bisschen die Grundlagen werden nochmal ein bisschen unterteilt, da muss man eine Methode erklären, dann die Ergebnisse präsentieren und die Ergebnisse diskutieren. Aber im Grunde genommen ist das auch nur alles Sendung mit der Maus. Und bei aller Einfachheit und bei aller guten Erklärung erklärt etwas einfach, aber erklärt es nicht unterkomplex. Ich glaube, das können wir jetzt alle ganz gut nachvollziehen. Der, glaube ich, erfolgreichste Podcast, vor allem in den Wachstumszahlen, ist gerade das Corona-Update, wo ein Virologe in einer halben Stunde auch Sachen wirklich tief erklärt und wirklich gut erklärt. Da geht es nicht darum, eine schnelle Antwort zu finden, sondern wirklich eine genaue und auch nochmal nachgefragt. Das ist eine Sache, die man den Leuten durchaus zutrauen kann und muss, eben damit sie das Hintergrundwissen sich zusammen, dass sie es auch wirklich verstehen können und auch nachfragen können. Wie bekommt man es hin, dass was sprachlich nachvollziehbar ist? Das geht nicht mit einmal, das wird man mehrfach durchgucken müssen. Es hilft immer, wenn man was klar strukturiert. Dass man verschiedene Absätze macht, dass man kurze Absätze schreibt. Also von so einer langen Seite hat man immer sehr viel mehr, muss immer sehr viel mehr ausholen, das zu machen, als wenn man so sieht, so 5, 6 Zeilen, dann geht der nächste Absatz los. Das funktioniert dann ein Stück weit besser. Das Ganze kann auch mit Zwischenüberschriften strukturiert werden, was auch sehr hilfreich ist, gerade wenn ich, vielleicht auch zwischendurch mal weglegen muss, weil ich jetzt gerade mal über die Straße laufen muss beim auf dem Handy lesen und mich dahin zurückfinden kann. Oder wenn ich weiter unten gelesen habe und festgestellt habe, das habe ich doch vorhin noch anders gelesen, ich scrolle wieder hoch und muss diesen Absatz finden, wo ich es vorhin gelesen habe. Also Absätze und Zwischenüberschriften finden. Mach keine langen Sätze, mach 2 Sätze draus. Ich kenne es von mir selber, ich schreibe sehr, sehr lange Sätze und muss die hinterher kürzen. Ich werde es, glaube ich, nie schaffen, von Anfang an kurze Sätze zu schreiben. Das ist auch nicht schlimm, sondern kürze die dann raus. Verben sind besser als Substantive. Sagt lieber, was kann man sagen, die Alterung des Holzes am Gebäude ist gut zu sehen. So. Und dann ist es besser, das Holz am Gebäude altert schnell. Ja? Nehmt aktive Konstruktionen, nehmt keine passiven Konstruktionen. Wichtig ist es auch, Fachbegriffe nicht mit Fachbegriffen zu erklären. Das wird schwieriger, je tiefer man in so einem Thema drinsteckt. Weil dann merkt man schon gar nicht, dass so, wenn ich versuche, es einfach zu erklären, dass da schon wieder ein Wort drin ist, was die Leute, die mir zuhören, überhaupt nicht verstehen. Das sind diese Tipps. Sprachlich interessant, habe ich vorhin als Kür vorgestellt, sind Sachen, die funktionieren meistens, brauchen meistens ein bisschen mehr Gehirnschmalz und manchmal muss man halt auch erstmal gucken, kriegt man die unter. Dazu zählen Sachen wie Storytelling.
wenn ich einen vielleicht doch so einen wissenschaftlichen Hintergrund habe, dann ist es manchmal besser, nicht den zu sagen, also jetzt haben wir hier die Grundlagen. Ich nehme ein Beispiel. Und zwar kennt ihr alle vielleicht noch Kurvendiskussionen aus der Schule. Ne? Also da gibt es halt Kurven, Parabeln, die hängen so nach unten durch und dann muss man Steigungen und Nullstellen berechnen und so ein ganz und solche Sachen. Das kann man alles erklären. Oder als ich in der Sagrada Familia war, hatten die ein Museum, wo sie Ketten hängen hatten. Und diese Ketten haben nach unten durchgehangen. Und die haben auch eine Parabel beschrieben. Und Gaudi, der diese Sagrada Familie gebaut hat, der hat festgestellt, also so wie die nach unten hängen, so kann ich auch Türme bauen, die nach oben stehen. Und das funktioniert dann. Und allein diese Story werde ich nie wieder vergessen. Und deswegen weiß ich auch, weshalb Kurven, also diese Parabeldiskussion total wichtig ist. So, und diese Beispiele sind die Leute Sachen besser verstehen lassen. Also bringt auch Beispiele an. Und zwar aus dem richtigen Leben. Ja, wenn ich Architektur baue, wenn ich so im Haushalt über Sachen stolpere. Und da kommt es eben stark drauf an, wer ist denn eure Zielgruppe. Ne? Also ich kann jetzt wahrscheinlich Menschen aus der Physik nicht so gut damit begeistern, Menschen aus der Physik lassen sich mit allem begeistern. schaut mal, wo die Leute das in der Realität wirklich, wirklich vor sich sehen. Gut. Wichtigste zum Schluss, weil es zwei Tipps sind, die eigentlich total banal sind, aber die am meisten helfen. Wenn ich einen Text schreibe, lasse ich andere Leute drüber lesen. Das hängt natürlich davon ab, wie viel Zeit und Ressourcen ich habe. Vielleicht auch, wie wichtig dieser Text ist manchmal. Es muss nicht jeder Text 100% sein. Aber dass einfach mal noch eine andere Person drüber liest, die kann auch komplett fachfremd sein. Also meine Diplomarbeit hat damals meine Oma gelesen. Die wusste nichts von Rollenmanagement in dann Managementsystem. Aber sie konnte das nochmal nachvollziehen und sagen, das verstehe ich hier überhaupt nicht. Ich sage mal, man darf keine Angst vor der Kettensäge haben. Also wenn man so einen Text fertig geschrieben hat und der ist schon ein bisschen lang und einem fällt dann auf der Hälfte ein oder fast vom Ende ein, ich könnte es jetzt eigentlich nochmal doch an diesem Beispiel aufziehen, dann würde man es viel besser verstehen. Muss man kurz einatmen, kurz ausatmen und dann überlegen, ob es einem das wert ist, das genau jetzt zu tun. Und meistens ist es das wert. Also auch wirklich keine Angst davor haben, das große Messer anzusetzen und nochmal drin zu ändern. Ist vielleicht noch auch ein Tipp, wenn ihr mit mehreren Leuten an einem Text schreibt, dann, manchmal hat man mit den Leuten schon zusammen geschrieben, wenn es das erste Mal ist, lohnt sich das auch kurz mal abzusprechen, ob das okay ist, wenn man kleinere Sachen sofort ändert im Text. Also meistens schreibt man ja irgendwie in einem Google Doc oder irgendeinem Dokument, wo drauf alle Zugriff haben. Oder ob es den Leuten lieber ist, man macht die Änderungsnachverfolgung an. Ne? Also wo man dann sieht, was alles geändert wurde. Das kann sehr demotivierend wirken, weil gerade wenn ich so Sätze umstelle oder so, dann ist relativ, da ist vorne was gestrichen, hinten was angefügt. Ich will nicht sagen, da kommt nicht jeder mit klar, aber ich hatte durchaus schon Schreibpartner, die dann gesagt haben, oh, du fandst den wohl gar nicht gut. Und ich so, nee, eigentlich habe ich nur so ein paar Sachen umgestellt und dann war das für alle auch in Ordnung. Aber dass man sich da so ein bisschen drauf einigt, dass das überhaupt nicht schlimm ist, da nochmal drüber zu gehen. Also auch wirklich auch Sachen, auch größere Sachen einfach mal wegzuschmeißen. Ja. Ich habe euch noch zwei Links zum Nachschreiben rangepackt. Wie gesagt, diese Wikiversity-Seite von 2014 und viele von diesen Schreibtipps, als ich überlegt habe, wo kann ich denn noch nachgucken, stammen aus der Wissenschaftskommunikation, eben weil die sich damit beschäftigen, komplexe Sachverhalte möglichst einfach darzustellen und die kommen aus diesem Bereich. Okay. Ich mache nochmal einen kleinen Schwung zum ersten Thema. Und zwar habt ihr sicherlich auch gemerkt, dass diese Präsentation ein Remix ist. Und zwar nicht nur aus Text und Bild im Hintergrund, sondern die Sachen, die ich zwischendurch gezeigt habe, die HackMD-Seite, diese Blog-Seite, die waren direkt eingebunden in diese Präsentation, waren direkt eingebettet. Ich habe mir einfach die Sachen zusammengeholt und auch HackMD kann dazu genutzt werden, zu remixen, wobei ich sagen muss, wenn man es das erste Mal macht, also man muss so ein bisschen Copy-and-Paste-Programmierer sein. Wenn man sich an HTML dran traut, dann kommt man auch damit ganz gut klar. Okay.
mache ich mit dem zweiten Thema durch, freue mich über Fragen und danke schon mal fürs Zuhören. Danke dir, Anja. Wir haben ein paar Fragen auch noch zum ersten Block, beziehungsweise übergreifend zu OER. Und jetzt nochmal die Erinnerung, quasi erstmal ein Last Call. Fragen kann man eingeben, indem man auf das Chatfenster geht und da, wo tippen Sie Ihre Nachricht hier, seine Nachricht tippt. Ich gucke mal gerade, nee, tatsächlich zu dem Bereich selbst war keine Frage. Mir fiel noch eine Sache ein, von der ich so am in den letzten Jahren immer versuche, mich selbst zu überzeugen, nämlich Anfang und Ende zu vertauschen in Texten. Und das funktioniert total gut, seit ich das systematisch mache, bei mir selber, aber auch bei anderen, wenn ich irgendwas reviewe, zu gucken, kann man Anfang und Ende vertauschen. Und es ist erstaunlich, wie banal das ist, dass es häufig funktioniert, weil ganz viele Texte zum Beispiel bei mir anfangen mit irgendeiner Rechtfertigung, warum es diesen Text gibt oder die Vorgeschichte zu erzählen oder zu erzählen, woher das kommt, weil das für einen selbst irgendwie so besonders wichtig ist, aber tatsächlich 90% der Menschen, die es dann lesen, gar nicht interessiert. Und es funktioniert total gut, das ans Ende zu stellen, also so sozusagen zu sagen, was steht hinter diesem Text, was ist der Hintergrund der Geschichte, woher kommt das oder sowas. Und wenn man es erst mal ans Ende gestellt hat, dann merkt man meistens, dass man auch tatsächlich kettensägemäßig es wegwerfen kann. Und umgekehrt, wenn man nicht auf Clickbaiting und auf lange Screen-Verweildauer angewiesen ist, tatsächlich kann man häufig auch das Ende an Anfang stellen und gucken irgendwie, okay, kann man das Wichtigste schon in die ersten zwei Sätze packen? Nicht, wenn man lange was erklären will, etc. Also Sendung mit der Maus könnte das nicht. Aber in manchen Sachen funktioniert auch das. So. Fragen zu anderen Bereichen. Einmal noch nachgeholt zum ersten Teil. Frage von Wendy. Was geschieht denn mit dem bei, wenn SA gewählt wird? Also die Lizenz heißt CC by SA. Das heißt, ich muss bei CC by SA auch die Menschen nennen, die es gemacht haben, das bei einhalten und ich muss alles, was ich daraus mache, wieder unter dieser freien Lizenz lizenzieren. Das heißt, wenn ich, ich zeig mal noch was ich noch reingeben wollte. Übrigens auch eine Sache, die mich beim Remix nervt, ist, wenn ich was nicht remixen kann, weil andere Sachen dagegen sprechen. Und zwar zum Beispiel, wenn eine Seite keine gültigen SSL-Zertifikate hat, dann kann ich das nämlich nicht in der HackMD Sache einfügen. Und zwar gibt es einen CC-Mixer, in dem ich sagen kann, okay, also das ist quasi die etwas nettere Version wie die Tabelle vorhin. Ich habe einen Inhalt, der ist CC BY lizenziert und ich habe einen Inhalt, der ist CC BY SA lizenziert. Die schmeiße ich zusammen und bekomme raus CC BY SA. Also ich kann dann das Ergebnismaterial nicht unter CC BY veröffentlichen, weil ja ich unter das den gleichen Bedingungen wieder veröffentlichen muss. Das sagt dieser eine Teil der Materialien. Und deswegen komme ich auf CC BY SA. Und so kann ich andere Sachen hier auch zusammenklicken und kann feststellen, wenn ich CC BY und CC Zero mische, kann ich mir alles noch aussuchen zum Beispiel. Wendy hat nochmal konkretisiert, wird daraus eine Namensnennungskette? Darf ich antworten? Ja, natürlich. Wir haben nämlich als OER-Camp mal 2017 am Ende des Budgets Geld für Rechtsberatung noch übrig gehabt und haben bei Paul Klimpel eine anwaltliche Expertise in Auftrag gegeben, die da heißt Rechtsprobleme bei wiederholter Nutzung freilizenzierter Inhalte. Und das ist genau das, was Wendy gerade als Namensnennungskette beschreibt. Also wenn tatsächlich etwas wiederverwendet wird, was schon jemand anders wiederverwendet hat, was jemand anders wiederverwendet hat, ist es tatsächlich so, dass die Schritte nachvollzogen werden müssen. Und es steht irgendwie, ich habe das gemacht, ich habe aufgebaut auf das und das, das hat aufgebaut auf das und das, das hat aufgebaut auf das und das. In der Theorie hört sich das ganz schrecklich an. In der Praxis ist die Problematik bisher nicht sehr, praktisch gravierend, weil entweder, das passiert gar nicht so häufig, dass man tatsächlich irgendwie so viel wiederverwendet, was andere schon so oft wiederverwendet haben, oder es passiert in Systemen, die schon Lösungen dafür haben. Paul Klimpel hat in der Expertise beispielsweise Wikipedia genannt, wo man auf die Versionsgeschichte gehen kann und alle 1132 letzten Versionsabschnitte sehen kann und wer da was beigetragen hat, etc.
Bei allen Sachen, die tatsächlich halbwegs gut remixbar sind, gibt es schon jetzt oder denke ich in den nächsten Jahren gute Softwarelösungen. Olli hat es mit H5P schon gezeigt. Tutori macht es automatisch, dass man tatsächlich diese Lizenzhinweise in Anführungszeichen automatisch von der Maschine generieren lassen kann. Insofern, ja, es wird eine Namensnennungskette draus. Nein, es muss nicht immer in der Praxis ganz schlimm werden. Dann, das nehmen wir nochmal in die Linkliste mit auf, die Expertise von Paul Klimpel zur Namensnennungskette, die da heißt Rechtsprobleme bei wiederholter Nutzung frei lizenzierter Inhalte. Wir nehmen auch auf den Link zu der Podcast-Reihe, die Anja vorhin erwähnte, das Corona-Update von NDR Info mit Professor Drosten. Seinen Vornamen vergesse ich immer wieder. Christian. Ja. Und wir nehmen nochmal eine Frage, die kam. Ich habe sie mir hier irgendwo notiert. Moment. Von Stefanie Marek. Wo seht ihr Einsatzbereiche von OER außerhalb des öffentlich finanzierten Bildungssektors? Wie passen OER in die freie Wirtschaft, in der die Urheber durch die lizenzierten Nutzungsrechte ihr Einkommen erzielen? You go first. Okay. Challenge accepted. Zum Ersten... irgendwo war gerade ein Oder drin, wo ich dachte, das ist doch gar kein Oder. Einsatzbereiche von OER. Wenn ich, Storytelling, ein Beispiel. Das Rijksmuseum in Amsterdam hat alle Bilder, die sie digitalisiert haben, haben sie unter CC0-Lizenz gemacht. Ich kann als Unternehmen, was Kissen herstellt, kann ich diese Bilder nehmen und kann Kissen daraus, kann Kissen mit diesen Bildern bedrucken und verkaufen. Das ist überhaupt kein Problem. Also nutzen kann ich sie auf jeden Fall. Wieder veröffentlichen kann ich das auch, wenn ich zum Beispiel nicht davon lebe, meine Bücher zu verkaufen oder meine Werke zu verkaufen, sondern wenn eigentlich die Dienstleistung, die dazu da ist, die wichtig ist. Jetzt gerade hier, Jöran hat eine Agentur und das ist ein privatwirtschaftliches Konstrukt und lebt trotzdem zu einem guten Teil aus diesen ganzen OER-Geschichten. Neda Hirsch, die die Edonauten betreut, ist selbstständig. Olli Tacke, der gestern was über H5P erzählt hat, ist selbstständig. Also in dem Bereich, gerade um OER, gibt es eine ganze Menge Sachen, wo Menschen natürlich zum Teil auch mit dem Bildungsbereich verwoben Nutzen draus ziehen können. Man darf immer nicht den großen Bereich der Berufsbildung vergessen, die natürlich auch sehr nah an der Wirtschaft dran sind. Und es gibt noch eine ganze Reihe an Sachen, gerade in Richtung von Vereinsarbeit und dritten Orten, FabLabs. FabLabs ist ein gutes Thema, weil zum Beispiel FabLabs sind ja da, also FabLabs sind wie Copyshops nur für 3D-Drucker und andere Geräte. Also man kann da hingehen und die Geräte nutzen und muss die sich nicht zu Hause hinstellen und sind teuer und stinkig. Sondern kann hingehen und seine eigenen Sachen entwickeln. Und dann kann man die teilen. Das ist so der Gedanke dahinter, dass man die Sachen teilen kann und jemand anders kann noch eine andere Sache draus entwickeln. Und am Ende hat man ein fertiges Produkt. Und aktuell ist es so, dass relativ viele FabLabs, weiß gar nicht, was aktuell der richtige Begriff ist, Masken für gegen die Ausbreitung der Corona-Pandemie produzieren. Ich würde nochmal ergänzen, die Frage nach den Urhebern, wie die ihr Geld verdienen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man oft einfach gucken kann, ist das Geschäftsmodell tatsächlich, dass ich als Urheber über die Lizenzierung mein Geld verdiene, weil es pro Stück, also bin ich auf die pro Stück Verbreitung angewiesen oder geht das auch pauschal? Und zumindest bei meinen Sachen ist es relativ häufig so, dass das irgendwie sowieso pauschal vergütet wird oder ich mich darüber freue, wenn es pauschal vergütet wird. Also ganz viele Sachen, die traditionell so als Beispiel genommen werden, Bücher schreiben oder sowas. Also ich würde mal sagen, ich vermute 95% aller Urheber freuen sich, wenn sie da irgendwie eine Pauschalvergütung kriegen und spekulieren nicht darauf, dass sich ihr Werk mal mindestens fünfstellig verkauft, damit man dann sozusagen über die Einzelverkäufe mehr Geld verdienen kann.
Insofern würde ich die Grenze nicht unbedingt zwischen öffentlich finanziert und sogenannte freie Wirtschaft ziehen, sondern nach der Frage, ist das Geschäftsmodell tatsächlich, dass ich darauf angewiesen bin, dass es sozusagen rar bleibt, damit noch ein weiteres Exemplar verkauft wird und noch ein weiteres Exemplar verkauft wird. Und das gibt es sowohl im staatlich finanzierten als auch in anderen Bereichen, beispielsweise auch Verlage, die aus öffentlichen Geldern Bücher machen, also klassisch ein Schulbuchverlag. Ist ja die Frage, ist das tatsächlich freie Wirtschaft oder ist das aus öffentlichen Geldern finanziert, weil das zum Beispiel über die Schulen dann gekauft wird oder die Schulen bestimmen, was gekauft wird. Auch da kann man gucken, irgendwie, naja, für bestimmte Bücher ist es ein sinnvolles Geschäftsmodell, dann pauschal zu bezahlen und im Gegenzug dann sozusagen zu sagen, okay, wir nehmen euch sozusagen hier über eine Beauftragung die Unsicherheit weg, ob ihr das jemals verkaufen werdet, und dafür packt im Gegenzug diese freie Lizenz drauf. So, haben wir noch was im Chat? Nein. Hast du noch was auf deinem Zettel, Anja? Also nicht dazu. 21:24 Uhr. Gute Zeit, um das Webinar zu beenden. Ganz herzlichen Dank an Anja Lorenz, an alle, die im Chat dabei waren und an diejenigen, die hinter den Kulissen uns gemanagt haben. Das sind Nele, die Edonauten wunderbar managt. Das sind Christoph und Blanche, die die Webinare koordinieren und dafür sorgen, dass wir hier gut sichtbar sind. Danke und gute Nacht. Ciao.